Leute, was geht ab? Mein Name ist Sevo und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Ich hatte mal selbstverständlich keine Lust, wieder mich zu schminken. Aber Leute, eine Reaction muss sehr unlang zu zögern. Sag ich auch, fangen wir direkt an. Wir reagieren auf Momos erste Single. Die heißt, ich will, dass du weißt. Und ja, los geht's. Okay, ich muss sagen, ich hätte in dem Clip eigentlich jemand anderes erwartet. Und zwar ist das die, wie nennt die sich? Alicia oder ich weiß gerade gar nicht, wie sie sich genau nennt. Und aber die macht auf jeden Fall immer die YouTube-Videos mit. Die ist auch von DSDS, die haben sich da kennengelernt. Ja, auf jeden Fall habe ich jemand anderes im Video erwartet. Ich kann auch nicht sagen, dass mich das Lied umgehauen hat, aber es ist ja auch erst der Anfang, deswegen hören wir erstmal weiter. Yeah, alles hat ein Ende, aber du bleibst für immer. Yeah, wir trinken Mai-Tai, fühlt sich an so wie Freiheit. Steigen hoch auf die Skyline, lass dich nie mehr allein. Nein, ich will, dass du weißt. Okay, diese Stelle fand ich gut. Also ich glaube, das nennt man sowas wie Bridge, weil es ist so eine Steigerung zur Hook. Und ja, fand ich auf jeden Fall, klingt gut. Ihr habt doch gesehen, ich habe den Kopf genickt, das ist immer was Gutes. Und ja, hören wir auf jeden Fall weiter. Ich finde, soll ich sagen, was das Problem ist? Es gibt eigentlich kein Problem. Das Lied ist eigentlich top, nur ich finde, das Mastering ist sehr einfach gehalten. Also wie soll ich sagen, also da fehlt eine da fehlt irgendwie die Soundqualität. Was weiß ich, von Capital, Samra, Luciano, Shirin David. Und die haben so viel Geld zur Verfügung, dass sie sich einfach sozusagen die Leute besorgen, die das beste Mastering machen. Also die dafür sorgen, dass die Soundqualität einfach heftig wird. Und das hat mir bei diesem Lied leider gefehlt, weil er hat Talent und der Song ist auch richtig nice. Du bist anders, du kannst ihn nicht ernst nehmen. Alles, was du tust, ist so wundervoll ehrlich, gefährlich. Wir trinken Mai-Tai, fühlt sich an so wie Freiheit. Steigen. Ich finde den Clip sehr süß, sehr gut gemacht. Viele verschiedene Szenarien, immer mit dem Mädchen und er so. Und man weiß auch direkt, worum es geht. Und ja, ist auf jeden Fall nice. Das ist auf jeden Fall aber sehr nice geworden. Also Video, ich kann mich echt nicht beschweren. Das ist wirklich nice. Das erfüllt voll die Erwartungen. Und für eine erste Single ist das Musikvideo einfach mal echt heftig. Wie gesagt, das Mastering, aber das ist nur meine Meinung. Ich meine, das wird in den nächsten Singles von ihm einfach viel besser. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und Leute, vergesst nicht, sonntags 10 Uhr. Immer ein Video, deswegen Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Insta und ja Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao.